Breaking news. Earlier this morning, the Boston Police Department called a press conference where lead detective Emily Meyer stated that a body was found near the harbor. The victim was later identified as Julie Sanders, age 45, from Boston. Sanders is now considered the 10th victim of a serial killer called the Guilty Man. Police found a letter containing the single word guilty while searching the victim's apartment. Anybody who has any information about the case should call 444-5321. Hallöchen zusammen, es geht wieder los. Ein neues Wimmelbild-Abenteuer Ghost Files im Angesicht der Schuld. Und von dieser Serie gibt es zwei Spiele. Ich muss aber mal ganz kurz die Musik doch noch ein bisschen leiser machen. Alright, I'll take a look. Ja, ich glaube, du kannst doch noch ein bisschen leiser. Ich hatte vorher schon so ein bisschen ausgetestet, aber... Alright, I'll take a look. Ja, ich finde es dann doch noch ein bisschen unangenehm und ein bisschen laut. Ja, wir spielen einen Krimi und ich bin gespannt, wie es wird. Der Vorspann war auf jeden Fall schon mal mega. Es scheint sich wirklich um einen Serienmörder zu handeln. 10 Opfer wurden bislang gefunden und die Dame, die da in dem Sessel saß, hat ja auch einen Brief bekommen, dass sie schuldig ist. Und dementsprechend wollte sie die Polizei anrufen. Ob sie es gemacht hat, weiß ich natürlich nicht. Wir haben hier Extras. Aber da möchte ich auch gar nicht gucken. Mehr Spiele möchte ich auch nicht gucken. Beenden möchte ich auch nicht. Wo geht's denn hier mal los? Ach ja, hier steht's ja, Spielen. So, das Bonuskapitel, welches wir haben, ist noch abgeschlossen. Macht nichts und wir gehen. Wähle ein Abenteuer. Was für eine Auswahl. Okay, wir nehmen angepasst. Karteninfos auf jeden Fall. Anleitung nein. Runter. Fehlertoleranz keine. Standard, fortgeschritten. Experte. Ja, nö, also wir wollen. Also ich weiß nicht, ob keine Fehlertoleranz würde bedeuten, ist keine Toleranz, wenn man daneben klickt. Ach, das lassen wir einfach mal. Okay, dann starten wir mal nach Boston. Was für eine Polizeistation, so ein mehrstöckiges Gebäude. Ich habe gerade gedacht, wir sind in Berlin, im Zaun. Aber nein. So, das Telefon klingelt. Bin ich der Detective? Ich frage für einen Freund. Ach, das Telefon. Meine alte Faxanlage. Achso, abnehmen Sie auch noch. Ach, Police, my name is Bethany Stenward. I think I know who killed all those people. My address is 19 Congress Street, Apartment Stenwood. Please hurry. Die Dame, die angerufen hat. Neue Aufgabe, befrage die Zeugen. Wir gucken aber erstmal hier in unser Buch. Toll. Fange den Mörder. Aufgabe. Fange den Mörder. Finde den Mörder im Guilty Man Fall. Frage die Zeugin. Besuche Frau Stanford und sprich mit ihr über den Guilty Man-Fall. Fall. Mein Denglisch kommt wieder durch. So ist das, wenn man mehrsprachig, ne, und so. So, die nehme ich mal mit. Meine Marke, meine Pistole, meine Patron. Ach Gott, das ist aber hier, sieht aber nicht gut aus. The Guilty Man Strikes Again. Von der Bostoner Post. Autoschlüssel? Sollte das wirklich zusammenräumen? Also wirklich? Keine Sekretärin? Ach, ich konnte nicht einmal meinen Kaffee fertig trinken. Also nichts ist so wichtig, dass man seinen Kaffee nicht austrinkt. Hallo? Okay, Autoschlüssel haben wir schon mal. Wobei ich mich auch frage, warum hier ein Pieper dran ist. Achso, das ist, wenn man den Schlüssel verliert. Gut, der Hauptkommissar ist in einem Meeting. Ich sollte ihn nicht stören. Machen wir nicht so. Wer seid ihr denn? Hey, Emily, the police psychic is here to talk about the case. Emily, I'm a professional psychic and I've assisted the police in countless investigations. Let me help you with the serial killer case. Look, Susan, I really like you, but I don't believe in that spiritual mumbo-jumbo.
I have 10 murders to investigate, and no suspect. If you don't mind, I have some work to do. Excuse me now. I've taken a week off. I should be on my way. Frank, wait. I need that new safe combination. Here you go. Thanks, Frank. Okay, eine Spirituistin, spirituelles Medium, hat ihre Hilfe angeboten und, naja, arrogant wie die Polizei ist, also für so einen Humbug haben wir einfach keine Zeit. Bye. Ja, tschüss. Danke, Frank. Was für ein toller Auftritt. Hat die Hauptrolle gewonnen. Können wir noch mit Let me help you with the serial killer case. Nee, danke schön. Wir schaffen das schon ganz alleine. Also ich muss sagen, ich persönlich würde solche Hilfe in Anspruch nehmen, weil es gibt immer Sachen, die man nicht unterschätzen sollte, sage ich mal. Aber gut, wir sind jetzt hier in einem Wimmelbild. Oh. Ach was. Forensische Werkzeuge. Ach ja, stimmt ja, wir haben ja eine Sammeledition. Ja, Moment mal. Moment mal. Kann man? Exit. So, forensische Werkzeuge, forensisches Kit, Autoschlüssel, Pistole, Polizeiabzeichen. Alles klar, davon brauchen wir noch 5 und ein Kit brauchen wir noch. Schauen wir mal. Tja, wo soll denn hier was sein? Die Marke als Tipp, das ist ja auch cool. Oh, ah, oh, was? Hilfe, mir schwindelig. Das war eine Zeitreise. Mega. So, warte mal. Wir werden mal klicken. Ach, der Safe. Natürlich. So, bitteschön. Gib die exakte Kombination von dem Heftzettel ein, um den Safe mit den forensischen Werkzeugen zu öffnen. Drehe die Drehscheibe um die angezeigte Zahl nach links oder rechts. Fange immer mit der zuvor eingegebenen Zahl an. Ja. Doch logisch vielleicht so. Okay, rechts 70. So, dann haben wir links 50. Dann haben wir rechts 90. Dann haben wir links 60. Und rechts 50. Oh, ey, und ich musste nicht überspringen. Ich bin so stolz auf mich. Okay, wir haben hier lauter Aktenordner und einen Aktenkoffer. Warum nehmen wir denn den Koffer nicht mit? Die Zeit steht still. What? Hä, die Zeit steht still? Warum? Hey, Jimmy, is my forensic kit ready? Indeed it is. You can now compare fingerprints, blood samples, and bullets. Great. Thanks, Jimmy. Ja, danke, Jimmy. Kannst nach Hause gehen. Feierabend für heute. Okay, das Teil haben wir also auch. Jetzt brauchen wir noch 5 andere Sachen. Gibt's denn hier irgendwie... I'm sure you will catch the killer. Hm. Da bin ich auch sure. Hier blinkt es die ganze Zeit, aber ich kann da nichts machen. Das war's, glaube ich. Okay, ich gehe mal zurück. Und guck mal auf die Straße runter. Alles klar. Mega Grafik, muss ich mal sagen. 10 Ermordete und no suspect. Ja, und kein Täter oder so ähnlich. Was haben wir denn da? Ne? Na, alter Mann, hast du was gesehen oder bist du der Mörder? Please help me. Can you unlock that metal gate?
Na, warum Some lunatic denn? Kicked me out of my home. He punched me, but Bonesy bit his hand and took his glove. He dropped this before he ran away. All right, I'll take a look. Natürlich, das kommt so. Braver Hund, ist das Blut auf dem Handschuh? Okay, so, ich gucke mir mal mein Auto an. Meine Tasche, ich brauche im Moment nichts. Ja, trotzdem sollte man die nie im Auto so lassen. Hä? Hallo, meine Tasche. Kann ich wenigstens abschließen? Kann man denn bekommen? Patronen? Ach, ich liebe es, wir haben eine Waffe. Ach, war das die Karte, die wir bekommen haben? Ja, das war die Karte, alles klar. Okay, die Karte sieht nett aus. Aber die Grafik hier finde ich mal hammermäßig. Schauen wir mal. Ach. Verstehe. Oh, bist denn du der Mörder? Who was that? He looked like he was checking if anyone saw him. Genau. Das möchte ein Mörder selten. Im Moment ist mein Leben wie ein Film, aber ich weiß nicht, aus was für einem Genre. Only names, but no numbers? Which one is Stenward's? Schwinger. Oi, Achtung, das kann ich gar nicht aussprechen. Ayunaudi. Vukovic. Sikic. Na unten. Mrs. Lavesi. Ja, sieht aus wie meine Handschrift. Okay, was haben wir denn da? Mr. Adams. Das ist schon eine schönere Schrift. Aber der Brief ist wirklich. Das muss der Briefkasten der Stanward sein. Aber jemand hat den Namensaufkleber abgerissen. Ein Zahnrad. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir hier... Nee. Vielleicht hat die Person, die den Aufkleber entfernt hat, Fingerabdrücke hinterlassen. Ich mir nämlich. Du hast doch hier eine kleine Speziallampe. Ist das ein Fingerabdruck oder ein Kaugummi? Okay, es ist ein Fingerabdruck. Ja, kleben wir den. Ja, okay, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich klingeln soll. Ach, guck mal, wir haben das Wimmerbild und hier können wir die Zahlen ein... Aber wir machen erstmal ein Wimmerbild. In der Telefonzelle. Ein leerer Kreis ist ein guter Anfang für ein lachendes oder trauriges Gesicht. Hey, Mensch, ich kann auch so bezeichnen. Okay, da muss ich erstmal gucken, ob wir eine Kombi haben. Oh. Ach, guck an. 718. Schauen wir doch mal nach. 718. Hey. Schmetterling? Nee, den brauchen wir nicht. Ein Meißel brauchen wir noch, eine Brille, ein Stift. Meißel. Brille, Stift und Papierpfleger. Brille, ach so, Brille. Und Papierpfleger, alles klar. Dumm. Und der bei Meißel. Ui.
Okay, dann gehen wir doch mal jetzt hier hin. Eine vierstellige Zahl, was könnte es sein? Hm, ein besonderes Datum oder vielleicht ein Jahr? Ja, das ist jetzt auch eine gute Frage. Wir müssen das Tor aufmachen. Achso, warte mal. Stanmore, Wohnung 204. Okay. Oh. Räume den Seiteneingang frei. Looks like someone messed up the intercom. I can't go in this way, the lock is broken. I think that these types of buildings always have a side entrance. Good design. Aber wie muss man ja ins Haus kommen? Making locks since 1986. Alles klar. Warum auch immer 1986? Oh, mega. Mega, das sieht ja mal so gut aus. Ah, ein Clown. Na toll. Oh, Skadius, was machst du da? Weg. Schwarze Katze hat meinen Weg gekreuzt. Nein, nein, ich bin nicht abergläubisch. Ah, wen haben wir denn hier? Sammelbare Bilder. 10 Stück können wir machen. Wer bist du? Vielleicht werden wir es noch rauskriegen. Ach, 10. 10 Opfer haben wir und 10. Vielleicht ein Opfer. Also, könnte ja sein, ne? Ich bin nicht stark genug, um sie selbst zu bewegen. Was ist denn das hier? Das ist mein Weg ins Innere. Ich muss nur etwas finden, um diese schweren Kisten zu bewegen. Okay. Ja, aber was? Gibt es hier einen Kran? Ach, eine Sackkarre. Ein neues Vorhängeschloss an einer alten Kette? Kein Schlüsselloch? Seltsam. Ich frage mich, ob da irgendwelche Fingerabdrücke sind. Oh, ich sehe ihn sogar. Ich hätte es beinahe übersehen. Ach, so erst mal. Aber das werden wir ja noch rausfinden. Vergleiche 2 Fingerabdrücke. Alles klar. Wie das hier oben abhebeln. Was haben wir denn hier? Teströhrchen. Oh nein, echt. Ja, es geht. Achso, kein Rad, ernsthaft? Okay, ich finde besser einen Ersatz, wenn ich diese Kisten verschieben möchte. Schmetterling. Und Schlüssel. Da unten? Nix. Ein Bronzeschlüssel. Okay. Gab es hier irgendwie eine Tür? Nee, warte mal, ich will da nochmal rein. Oh, ist nicht wahr. Na sowas, ein Memmebild. Und diesmal suchen wir Umrisse. Es bewegt sich kein Millimeter. Ja, ich muss erstmal hier, das muss ich erstmal in meinem Kopf kriegen. Also hier sehe ich schon mal einen Kleiderbügel. Da ist auch ein Kleiderbügel, aber das ist nicht der richtige Kleiderbügel. Ist doch der richtige Kleiderbügel. Oh, mal ein Pinsel? Nee. Aber ein Zirkel. Eine Rose, die haben wir doch hier. Korkenzieher. Dann ein Rad. Das Rad. Ist überhaupt ein Rad?
Brauchen wir denn noch? Was ist denn das hier? Multifunktionsgerät vielleicht? Der Buchstabe M oder... Zollstock? Müssen wir mal schauen. Ach, guck mal, Zollstock. Und eine Pipette, was mache ich denn damit? Oh, die Katze. Pipette. Armbanduhr. Dieses Rad, eine Schleife, die ist hier oben. Schneeflocke. Ist ja cool. Ach, der Deckel der Batterie ist lose und die Schraube fast kaputt. Okay. Achso, man kann es ja mal probieren, ne? Ist hier irgendwie ein Schraubenzieher? Außer den hier, an den ich nicht rankomme? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Teil machen soll. Okay. Armbanduhr, da haben wir sie ja schon. Okay, es fehlt das Rad, der Pfeil, Schneeflocke und unsere Belohnung. Das Rad. Das kann ich damit nicht machen. Kann man nichts in die Hand nehmen. Ja, ich weiß doch nicht, was ich mit dem machen soll. Ist fast kaputt. Muss man bestimmt draufhauen. Komm schon, gib mir einen Hammer. Das Teil haben. Also, wir haben das und wir haben das. Komm schon, eins von beiden muss man doch bestimmt beträufeln. Aber mit was? Ich sehe hier auch keine Flasche irgendwie. Hier, die, aber da kommen wir nicht ran. Es ist Zeit für einen neuen Ansatz. Ich muss veräppeln. Ich habe da schon so oft drauf geklickt. Okay, machen wir die erstmal. Ach, pass mal auf. Batterie, Säure, jetzt. Und ein Holzkästchen. Und wir haben ein Rad. Yeah. Und gibt es noch irgendwas? Ach so, die Schneeflocke, natürlich. Da ist sie ja. Dumm. Mein Rad. Oh. Ja. Mach dran. Fehlt nur noch eine Schraube. Eine Radnabe. Du bist voll der Arbeiter hier. Okay, was haben wir denn hier? Eine Trommel. Nee, eine Dose mit Hundekeksen. Noah, schon ein bisschen alt aus. Habe keine Dietriche. Oder? Nee. Gut, als guter Polizist, der ich Noah bin, tja, was soll ich sagen?
Gut, dann geben wir doch dem Hund erstmal ein paar Kekse. Bitteschön. Okay, wir haben einen blutigen Handschuh. The gate is open? Ja. Great. Here, nur für dich. Dankeschön. Ach, wo bitte hat ein Obdachloser Dietriche her, hm? Und was machst du damit? Ah, ich will es gar nicht wissen. Schlafen, du willst, ob's das war. Okay, so, jetzt haben wir lauter Beweise. Ich gehe mal ins Labor. Das ist mein Labor? Mhm. Gebrauchsanweisung. Ist ja witzig. Ist ja irgendwie niedlich. So, wieso brauchen wir denn nochmal dieses Pulver? Ach so, nee, warte, was müssen wir jetzt machen? Ach, das müssen wir drauf machen. Du bist es nicht. Also, Moment mal. Gucken wir nochmal von vorne. Also, das Pulver, ne, das haben wir gemacht. Fingerabdrücke haben wir genommen. So. Jetzt ist hier durchschneiden. Naja. Wird nichts durchgeschnitten. Ein bisschen laut, ne? Nehmen kann ich die auch nicht. Wo habe ich mein spezielles Fingerdruckpulver? Na hier. Was ist das hier? Mhm. Gut, dann. Achso, hier. Ja, man kann sich ja mal irren. Also es wird nochmal eingetütet. Hä? Stehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Ist ja jetzt nicht mein Problem. So, vergleiche die zwei Fingerabdrücke. Bewege die Linse dazu erst über den rechten Fingerabdruck. Suche nach den vorgegebenen 5 Merkmalen auf der linken Seite. Mhm. Klingt nach einer Menge Spaß. So, wir brauchen doch nur noch dieses Gesicht. Ach, da ist es doch. Ah. Identical fingerprints. So, the same person messed up the intercom and locked the hand truck. Looks like someone really tried to block all the entrances to this building. Aha. Ja, das war auch meine Erkenntnis. Okay, so und jetzt? Jetzt noch irgendwas machen? Ich brauche beide Proben. Achso, ja, hier. Tschüss. Nicht. Mhm. Aber wäre das jetzt nicht logisch, den Handschuh zu untersuchen? Nö, wa? Ja, nö, also... Aufgabe erfüllt. Vergleiche die zwei Fingerabdrücke. Okay, dann müssen wir mit dem Handschuh wahrscheinlich erstmal nichts machen. Also ich vermute mal, es ist der gleiche Fingerabdruck. Aber... Oh, der Bagger. Wirklich cool gemacht. Ja, dann
würde ich sagen, freuen wir uns doch auf die zweite Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.